Wir warten auf den Anstoß der nächsten Partie unseres dritten Achtelfinals zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Der hat sich gleich doppelseitig mit Klatschpappen und dem Trikot zu urteilen, wird er eher für Eintracht Frankfurt klatschen und da die Daumen drücken. Wir kommen zum Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Ab geht die wilde Fahrt auch in dieser Partie. Der BVB als Dritter diese Vorrunde abgeschlossen. Eintracht Frankfurt dementsprechend als Drittletzter. BVB hatte etwas weniger Pause. Sie haben nämlich das letzte Spiel der Vorrunde in Hannover 96 heute bestritten. Und die Frankfurter waren bereits im vierten Spiel im Einsatz. Und müde kann Frankfurt eigentlich nicht sein, wenn man das böse formulieren will. Denn sie verloren heute gegen die Mühlenkreisauswahl heute Morgen mit 0:2. Also müsste im Akku auf jeden Fall noch ein bisschen was sein. So, was macht Dortmund? Gute Vorrunde gespielt. 3 Siege, eine Niederlage. Niederlage gegen den VfL Wolfsburg und eine Menge interessante Spieler, die wir hier auf Seiten des BVB bisher kennenlernen durften. Allen voran Ware Pakia, die Nummer 11, auf jeden Fall darauf achten. Die neuen Etemi, sehr spannend. Auch die Frankfurter haben hier interessante Spieler mitgebracht. Wir nehmen erst diesen Freistoß mit. Ballbesitz jetzt für Frankfurt. Elias Börtner im Tor der Hessen. Das ist Lord Kufu, der dann ins Laufduell geht. Gegen Joshua Fröhls. Kufu wieder auf für Temi. Tim Böhmer hier. Im Duell, es gibt Freistoß für die Eintracht. Also, Frankfurt auch mit dem Nationalspieler hier, Finn Otto, Frankfurts Nummer 4. Aber auch Ali Lune, Francesco Simonelli, 7 und 8 bei Frankfurt heute schon auffällig in Erscheinung getreten. Mit jeder Partie mehr kristallisieren sich ja auch die Topspieler hier in der Halle. Weiter raus. Das ist Leon Klusmann, der Torwart der Dortmunder, auf Lord Kufur. Ja, eingeblendet. Tim Böhmer. Kufur, Nationalspieler auf Abruf. Genau wie Tim Böhmer. Die beiden standen auf der Nachrückliste für La Manga, für das Trainingslager. Der U16 heute schon ein paar Mal erwähnt. Immer guter Gradmesser für uns hier kurz zum Freeway Cup. Na, Vorteil hier entschieden. Kufu, ja, es hat die Landung wehgetan, aber ausgetreten. Den Schmerz. Und Böhmer muss jetzt ran. Kufu. Und das ist Foulspiel an Ware Pakia. Einige Tore schon gemacht, schnell und wendig. So, da haben wir ihn jetzt nochmal, zack, gute Behauptung. Und dann, ja, resolut von den Beinen geholt von Kamal Farahat. Kufu auf Pakia. Was lassen Sie sich anfallen? Ja, und da musste Elias Börtner auf jeden Fall hin. Klasse gemacht über die Bande von Lloyd Kufu. Der noch gar nicht so torgefährlich war in diesem Turnier, aber pünktlich zur K.O.-Runde startete er und er ist bedient. Elias Börtner über die Bande gespielt, wunderbar gemacht, weil der Passweg zugestellt war. Diesen Weg gewählt und Kufu trifft zum 1:0 für die Borussia.
Jetzt aber die Riesenchance für die Frankfurter zum Ausgleich. Finotto, der Nationalspieler, erledigt das Ganze. Ausgleich, hier schön überladen und damit rechts vollendet. Aber Glusmann sauer. Uhr ist wieder auf Null gestellt. Alles geht bei Null los. Ja. Das Angeln nach dem Ball muss man sich ganz lang machen. Aber alles wird gut. Da haben wir das Spielgerät. Kufo da im Duell mit Ali Lunne. Ja, Handspiel. Da wäre Hitimi durch gewesen. Oh, das ist Akia mit dem nächsten Versuch. Gut geholt da von Taki, auch eher Nationalspieler für Deutschland. BVB ja da sehr prominent angereist, was das angeht. Wir können auch kurz sprechen über den ehemaligen Trainer der U16 bis zur letzten Saison. Das ist Christian Flüthmann. Flüthmann war 6-mal insgesamt dabei, teilweise mit Arminia Bielefeld, aber dann auch mit dem BVB. Er ist jetzt als U16-Trainer nach England gereist, unterstützt dort die Profis, ist Co-Trainer bei Daniel Farke bei Norwich City in der zweiten englischen Liga. Die spielen momentan gerade um den Aufstieg mit in die Premier League. Gerade der BVB prägt ja mittlerweile den englischen Fußball mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool, mit David Wagner jetzt in Huddersfield. Und auch Daniel Farke ist der ehemalige Trainer der U23 des BVB. Und wie gesagt, Christian Flüthmann, U16-Trainer. Also, ja, man scheint in England Fan zu sein von der Spielweise der Borussia in der Ära Jürgen Klopp. Denn Wagner, Farke und so weiter prägten alle dieses Bild beim BVB. Und sind jetzt in England aktiv. So kann es also gehen, von der Free Cup Bande nach England. Da haben wir die Frankfurter Bank mit ihrem Trainer, dem 37-jährigen Anwar Dau, Deutsch-Marokkaner, A-Lizenzinhaber, seit 2014 bei der Eintracht. Vorher die U17 von Wien Wiesbaden gemacht. Zur nächsten Möglichkeit, und das war schlecht gespielt von Kufu. Oder schlecht bewegt vom Laufweg von ihr Team. Da können Sie jetzt aussuchen, wem Sie da die Schuld geben wollen. Fakt ist, der eine ist nicht dahin gelaufen, wo der andere hingespielt hat. So, nächster Ball gewinnt BVB. Aki, das war gut gespielt. Das war sehr gut gespielt. Und dann ist Ware Pakia, der zum 2:1 Vorlage kam von Taki. Dau bedient. Und da war es. Stallpass. Völlig frei. Vom Tor. 2:1 BVB. Schafft Frankfurt erneut den schnellen Ausgleich. Das war ein Foulspiel, richtig entschieden von Peter Walker an Albin Taki. Da haben wir zwei eingefleischte BVB-Fans hier mit Fiemann. Angespannt sind sie noch. Dafür ist der Spielstand dann doch zu eng. 15. Teilnahme des BVB. Einmal im Finale gestanden, 2007. Noch kein Cup-Gewinn. Frankfurter zum 8. Mal dabei. Der Tabellenfünfte der Hessenliga. Noch ohne Finalanzug hier bei diesem Turnier.
haben sich zumindest gesteigert. Und vielleicht zum Auftaktspiel, als es eine fette Klatsche gab vom FC Schalke. 1:7 im ersten Spiel. Ihr letzter Auftritt hier 2013 in Frankfurter. Nach 5 Jahren Pause musste man sich hier scheinbar erstmal ein wenig akklimatisieren. Das haben sie mittlerweile geschafft, weil sie hier noch voll im Geschäft sind, auch wenn der BVB zu etwas mehr Möglichkeiten kommt. In Person gerade von Kelvin Menevic für die Dortmunder. Hätte man gern Freistoßpfiff gesehen, aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Walker. So schnell angerollt, 2 Spieler vorne, und wenn der Ball von Özcan mitgekommen wäre, dann wäre es gefährlich geworden. Jetzt aber die Möglichkeit für die Frankfurter vereitelt, wieder von Leon Klusmann. Das war wieder Finn Otto. Die viert, aber Frankfurt steht schon raus. Enorm zweikampfstark, jetzt am Ball. Immer wieder unterbindet er zügig die Angriffe des Gegners. Da ist wieder Finn Otto. Klasse durchgesteckt, aber Klusmann passt auf. Ja, kleiner Zusammenprall mit Francesco Simonelli, aber alle heile geblieben. 4 Minuten noch auf der Uhr, weiter 1-Tore-Führung für den BVB. Klusmann. Römer, wieder Klusmann. BVB beruhigt das Spiel, jetzt wartet auf die Lücke. Kein unnötiges Risiko bei einer 1-Tore-Führung. Ein Fehler wird sofort bestraft. So gut ist Frankfurt. So, jetzt der Ball in den Lauf. Haben viele Positionswechsel drin. Aber jetzt der Ballverlust. Gute Rettungstat. Özcan hier gegen den Frankfurter Keeper Elias Börtner. Guter Versuch, Börtner kriegt die Hand dran. Ballbesitz BVB. Angelupft. Abpraller kriegt er den? Nein, leider nicht. War dann auf dem schwächeren Linken. Potenzial für ein Traumtor. Also gegen die Bande angelupft. Abpraller per Dropkick in die Maschen. Hätte hier wieder für Stimmung gesorgt. So, Frankfurt jetzt mal mit dem tiefen Ball. Abpraller von der Bande. Aber wieder das 1 gegen 1 Duell. Und jetzt hilft der nächste Spieler, hilft Hetemi. Zaki. Asi Fieber mit. Aber so richtig glauben tun sie nicht dran. Und sie wollen wieder rauf. Gerade hier. Gerade Pakia. Der will da nicht draußen sein. Der will auf die Platte, der will zocken. Klasse Solo jetzt von Taki. Kriegt er den rüber. Wieder gut gehalten von Elias Börtner. Oh, da haut er über den Ball, das Luftloch. Jetzt gibt es 2 gegen 1 Überzahl. Und dann abgeschlossen. Abpraller, das wurde zwar noch gefährlich, aber das hätte sie viel, viel besser ausspielen müssen. Indem sie isolieren, den Ball dann entweder rüberlegen oder selber abschließen. Das war viel zu überhastet gerade. War deutlich mehr drin für die Frankfurter. Riesenchance zum Ausgleich, so mit der Hacke jetzt. Der Ball. Und da haben wir Pakia endlich wieder auf der Platte. Dann ist er auch wieder glücklich. Noch glücklicher, wenn er jetzt hier treffen würde, der Ball. Geblockt. Vier Sekunden waren abgelaufen, deswegen Ballbesitz für die Hessen. 1:10 vor Ende dieser Partie. Spannend ist es hier. Wer setzt sich durch? Frankfurt nicht so richtig mit der Struktur. Aber jetzt mit der großen Chance. Da holen sie den 5. Feldspieler auf die Platte. BVB jetzt im Ballbesitz. Ah, da wäre der Pass vielleicht besser gewesen. Der Versuch.
Ball bleibt im Spiel. Oh, unkonventionell geklärt. Da hätte er auch Zeit gehabt. Aber Bakia kann diesen Ball behaupten. Klasse technisch gemacht. Ball dann aber am Aus. Ballbesitz Eintracht Frankfurt. Uhr ist angehalten. 26 Sekunden haben wir noch. Frankfurt mit dem fünften Feldspieler, mit der Ein-Mann-Überzahl. So, jetzt müssen sie Druck auf den Ball machen, die Dortmunder, um das nochmal zu verhindern für Otto mit dem Abschlussversuch hier. Es ist jetzt hart umkämpft, es geht richtig zur Sache. Wir haben noch 4 Sekunden auf der Uhr. Spiel ist angehalten. Ballbesitz für Borussia Dortmund. Das müsste es eigentlich gewesen sein, dass der BVB hier ins Viertelfinale einzieht. Ball ist berührt, Hitimi. Hitimi und dann ist das Tor und zählt noch. 3-1 mit der Schlusssirene. Ware Bakir erhöht sein Trefferkonto. Und Borussia Dortmund steht im Viertelfinale des Freeway Cups. Wir verabschieden uns von Eintracht Frankfurt. Siegerlich mit einer sehr, sehr ordentlichen Turnierleistung. Es hat an Kleinigkeiten gefehlt, warum sie hier ausscheiden. Glückwunsch ins Ruhrgebiet an den BVB. Und was ist mit dir? Bist du fit wie Arminia? Sicher dir jetzt die limitierte Arminia Gesundheitskarte mit exklusiven Vorteilen für echte Arminia-Fans. Alle Infos unter unser-gesundheitspartner.de. Die Atmosphäre bei Mittwald ist richtig cool, weil wir uns untereinander echt gut verstehen. Man hat nicht das Gefühl, dass Vorgesetzte weit von einem weg sind, sondern man kann sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Kundenservice lerne ich.